als würde es noch für Jahre so weitergehen können und irgendwann wäre die Zeit abgelaufen. Ja, ja, Vorsicht, Vorsicht. Ja, ich habe einfach auch keinen Bock hier in diesem Level zu sterben, ehrlich gesagt. Ah ja, und hier hilft uns die Axt definitiv auch weiter bei diesen Spinnen. Das ist fast schon wieder ausgegangen. Da wäre schon wieder so eine Lippenmesser. Wie viel die uns hier an den Dingern in den Arsch stecken möchten. Weil die ganz genau wissen, das Messer ist die beschissenste Waffe im Spiel. Wohlgetarnte Treppen. Oh, drei. Yeah. Ah, fuck, 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 fuck. Ich glaube, hier ist noch eine Mahlzeit, die wir versteckt haben. Wir sind jetzt schon beim Bossgegner. Ja. Das ist dieser komische Zyklop. Jetzt muss ich diese Plattform da weghauen, die eigentlich sonst sehr, sehr wichtig ist. Damit wir uns von dem hier verdrücken können, aber ich benutze einfach mal die Radikaltaktik. Denn der Typ ist eigentlich nur am Kopf verwundbar. Und da wir eine Axt mit Dreifachschuben haben, können wir dem ordentlich die Dinger vor den Latz knallen und in dem Windeseile platt machen. Auch wenn das nicht sehr elegant aussah. Egal. Kommen wir zur nächsten wunderbaren Neuerung von Castlevania 3. Wir treffen eine mysteriöse Person. Danke, dass du mir geholfen hast. Ich bin Cypher, die Vampirjägerin. Ich werde dir folgen, wenn du meine Hilfe benötigst. Und ja, jetzt können wir auswählen, ob wir sie mit uns nehmen wollen oder ob wir sie zurücklassen. Ja, in der Übersetzung steht him, aber es ist tatsächlich eine sie. Ich hoffe, ein magischer Geist wird uns Kraft verleihen. Ja, und jetzt sind wir mit dem guten Cypher unterwegs. Es gibt noch zwei andere spielbare Charaktere, die man treffen kann unterwegs, die man dann auch austauschen kann, wenn man die Levels besucht, die man, wo man die Charaktere finden kann. So, wechseln wir das erste Mal. Das ist Cypher. Hat eine relativ beschränkte Standardwaffe mit wenig Reichweite, aber das macht sie durch ihre grandiosen Zweitwaffen wieder wett. Nämlich diese super heftigen Zaubersprünge, zum Beispiel dieser Feuerball hier, der richtet doppelt so viel Schaden an wie alle herkömmlichen Waffen. Und sie hat dazu noch einen Zauberspruch, der schießt solche magischen Kugeln, die Gegner von alleine aufsuchen und vernichten. Eine absolut göttliche Waffe, um dieses Spiel nochmal eine ganze Ecke wieder leichter, oder ja, nicht eine ganze, eine ganze Ecke leichter zu machen. Nur dass einige Bosskämpfe sind dadurch von einem absoluten Horror zu einer machtbaren Aufgabe für mich herabgestuft worden. Und dann lassen wir definitiv nicht gehen. Aber Cypher hat auch so einige Nachteile, denn sie nimmt deutlich mehr Schaden als Trevor, wenn sie getroffen wird. Aber nichtsdestotrotz wird sie uns später noch einen Bärendienst erweisen. Ich glaube, also jetzt am Anfang wird Trevor uns, bis auf die Bossgegner, wird Trevor uns definitiv noch mehr erhalten bleiben. Aber später kann ich euch versichern, kann Trevor eigentlich schon mal vorher in Urlaub fliegen. Nun denn, was wollte ich vorhin noch sagen? Genau, ich glaube auf der Karte habt ihr es vorhin auch schon gesehen. Hier noch eine Mahlzeit in der Wand ist, auf der Karte waren zwei Totenköpfe zu sehen, denn das bedeutet genau das, wonach es aussieht, denn in diesem
Geisterschiff mit diesem absolut grandiosen Musiktrack. Müssen wir zwei Bossgegner bekämpfen, tatsächlich. Ah. Nee, nee, nee. Schon brutal. Wir sind in der dritten Stage des Spiels. Eigentlich steht die vierte. Und die eine, es war diese halbe Stage da ohne Boss in dem Wald. Ist die vierte Stage und wir kriegen zwei Bossgegner, die aber eigentlich sind es sogar drei Bossgegner, denn der zweite Bossgegnerkampf besteht aus zwei Bossgegnerkämpfen. Ah, genug mit dieser Mathematik, ihr werdet das schon sehen, falls ihr es nicht schon kennt, wenn ich da bin. Was hoffentlich genauso reibungslos klappt wie alles bisherige. Das ist eine typische Anfängerfalle hier, da muss man einmal warten. Sonst schafft man es nicht, diese Plattform zu erreichen. Ich kann euch nicht sagen, wie viele Leben ich da früher gerne gelassen habe. Besonders bei der Stelle am Anfang in diesem Raum. Treppen. Nichts als Treppen. Und wenn ich mich nicht irre, dann sind wir jetzt beim ersten Zwischenboss. Eine alte Bekannte. Und wir wechseln hier mal. Haben gut Munition für den Feuerball-Zauberspruch. Und jetzt schaut mal, was der mit der guten Medusa macht. Der haut die Energieanzeige in 0, nichts auf 0. Und jetzt macht es sogar auch mal richtig Sinn, dass der Boss verbrennt. Ja, dass die Medusa so mal schön in Flammen aufgeht. Aber das Level ist natürlich noch nicht vorbei. Ja. Hier kann Cypher erstmal wieder verschwinden, hat ihren Job fürs Erste hier getan. Und nein, ich will keinen Boomerang. Der mit dem Penisfechter. Hier genauso nervig wie in Super Castlevania, wo man sie im letzten Level erst trifft. Ah, noch eine Mahlzeit. Es läuft erstaunlich gut bisher, muss ich sagen. Ich bin verwirrt, fast schon. Oh, na, ach, fuck, jetzt kommen diese komischen Wippen. Ah, da ist in einem der späteren Level noch so eine Passage, die richtig Spaß machen wird. Diese ist, glaube ich, nicht ganz so schwer. Sieht eigentlich nicht so schwer aus, diese Stelle, aber ihr müsst halt immer bedenken, dass die klassischen Castlevania eine äußerst steife Sprungmechanik haben. Also wenn man in der Luft ist, kann man nicht plötzlich seine Richtung ein wenig korrigieren, wie man das vielleicht von Mega Man oder Mario kennt. Oder dergleichen. Bei Castlevania muss man jeden Sprung mit Bedacht wählen, wenn man denn die Zeit dazu hat und nicht von solchen komischen Nebelkrähen hier verfolgt werden, die... Fuck, ey, ich wollte gerade sagen, die aussehen wie das Club-Logo der Atlanta Falcons. So, und da sind wir beim Bossgegner und das ist, heißt, es ist mal wieder Zeit zu wechseln. Jawohl, ja. Cypher, unsere Boss-Zerstörerin. So, ihr seht hier so einen komischen Geist und zwei Särge. Und in jedem dieser Särge verbirgt sich ein Bossgegner. Der erste ist ein alter Bekannter oder zwei alte Bekannte. Die Mumien, die wir mal eben schnell mit unserem Feuerball wegputzen. Aber jetzt ist, wenn ich mich irre, ist wieder der Zyklop.
Klobdarm am Start. Jawohl. Da ist die Axt definitiv eine bessere Wahl. Diesmal haben wir auch hier so eine Plattform. Kann sich ein bisschen hinziehen, dieser Boss. Ich hoffe nicht zu sehr, denn irgendwie muss ich langsam aufs Klo. Ich denke mal, wenn die nächste Stage angefangen hat, dann lege ich kurz einen Break ein und gehe im Wasser ablassen. So, 4 hat er ja nicht mehr. Jawohl. Komisch, schreien die Bossgegner ausstoßen, wenn sie sterben. Aber gut. Sehr schön. 4 Level geschafft, noch nicht einmal gestorben. Ich bin erstaunt. Ich hoffe, diese Serie hält auch nach meiner Toilettenpause weiter an. Ich warte eben kurz, bis diese Kartensequenz hier vorbei ist. Und wir in diesem Turm starten. Ich werde eben aufs Klo gehen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und keep gaming. Und ach, die Blase drückt.